Petra zu Blasing ist im Schießsport in der olympischen Disziplin Kleinkaliber-Dreistellungskampf derzeit ganz klar die Nummer 1 der Welt. Die 25-jährige Eppanerin feierte am vergangenen Wochenende in Peking ihren 4. Weltcupsieg aus den jüngsten 5 Wettkämpfen. Der unheimliche Siegeszug von Petra zu Blasing im Dreistellungskampf begann vor genau einem Jahr. Im Juli 2013 gewann die Eppanerin im spanischen Granada ihren ersten Weltcup. Im November folgte der Triumph beim Weltcup-Finale in München, wo sie als erste Azzurra überhaupt auch die Kristallkugel gewann. Heuer begann die Saison mit einem Sieg in Fort Benning, dann wurde sie in München Zweite und letzte Woche, wie erwähnt, feierte sie ihren 4. Weltcup-Sieg in Peking. Insgesamt brachte sie es im Weltcup auf 4 Erfolge und 8 Podestplätze. Bis zu den Olympischen Sommerspielen in Rio 2016 ist noch viel Zeit. Petra zu Blasing ist aber jetzt schon eine heiße Medaillenanwärterin. Bei ihren ersten Olympischen Spielen vor 2 Jahren in London belegte sie sowohl im Luftgewehr als auch im Dreistellungskampf den 12. Rang. Ihr Lebensgefährte Nicolò Campriani, mit dem sie seit einigen Monaten in Eppan lebt, kam hingegen mit einer Gold- und einer Silbermedaille nach Hause. Ihr großes Ziel heuer ist die WM in Granada. Die Titelkämpfe finden in Spanien vom 6. bis 20. September statt. Das Weltcup-Finale steht hingegen vom 21. bis 28. Oktober in Aserbaidschan auf dem Programm.